Da bin ich wieder. Yo, here we are. Oh, yes. Ich dachte ja eigentlich, das ist heute auch noch so krass Gewitter, ne, aber kam ja noch nicht. Kam einfach nicht. Ich mag's ja, wenn es so gewittert und man nicht raus muss. Ja, ja. Allerdings, wenn man da mal draußen so im Regen steht, ist es gar nicht mehr so schlimm. Wenn man kurz raus muss, dann geht's. Eigentlich auch, wenn man lange draußen ist. Scheiße nur, wenn man dann wieder ins Trockene kommt, weil dann merkt man, wie scheiße es eigentlich war. Das stimmt. So, Frühgospur und Marschfangreißer töten. Let's go for it. Ich hab keine neuen Handschuhe dran. Nice. Ach, mein Mount verschwindet immer wieder. Wie kann das sein? Ich überlege, ob ich Japan nehme. Also man muss vor dem Match das ganze Team, glaube ich, bestimmen. So, beide haben das gleiche? Ja. Also das würde ich am 8 nehmen. Beiden sehen wir dann. Japan hat wohl auch ziemlich coole Tanks. Bei Japan sind irgendwie so die schweren Tanks und auch schwer, aber die leichten Tanks sind auch cool. Ja, ich habe welche gesehen, die waren damals gebaut irgendwie gegen China, weil China hat nur Kavallerie tatsächlich mit Pferden. Ja, wie die Polen. Nur Bodentruppen. Ungepanzert. Und deshalb haben die super leichte Panzer konstruiert, die dann halt ausreichend sind, um normale Schusswaffen abzuhalten. Ja. Um so die Chinesen abzuschlachten. Das war einfach ja, was Kleinstmögliche, was aber noch ausreicht. Und Russland hat im Spiel schon mal auch ziemlich nice Panzer. Und bei Russland, da sehen auch die kleinen Panzer schon so viel brachial aus. Die Infanterie soll auch gar nicht so schlecht sein. Aber muss man dann sehen. Und wie ist das so mit der Aufteilung, wenn man so zweit spielt? Ich glaube, jeder hat genauso viele Ressourcen wie auch im 1 gegen 1. Und er verbraucht dann nur seine eigenen? Ja, ja. Also ist so irgendwie so. In den ersten 25% der Zeit des Spiels kriegt man irgendwie so kontinuierlich Einkommen. Danach kriegt man irgendwie so Payback-Sachen. Wenn man, da kriegt man wohl einen bestimmten Prozentsatz über Zeit der Kosten für Sachen, die man mal gebaut hat und dann verloren hat. Und ich glaube auch für Abschüsse. Ja. Also kannst du den Gegner dann out of money spielen. Das ist halt so richtig turniermäßig scheinbar konstruiert das Spiel. Naja. Naja. Das sollte sich nicht so anhören, wie es sich angehört hat.
weiß ich, nur USA soll ziemlich kacke sein. Also nicht so kacke, aber Panzer sind halt unter aller Sache. Das ist für alle. Ja, das ist es. Face it. Aber wir können ja mit einem mal ein bisschen spielen. Achso, gut, schon. Der USA ist auch so ein bisschen. Das nimmt jeder in solchen Spielen. Die Briten können vielleicht auch noch ganz witzig sein. Das sind die Alliierten. Das ist da eine extra Fraktion und nennt sich Commonwealth. Na gut, das hat mir noch gefallen. Sprungschwinge. Ja, das muss auch so ein. Was sein? So ein Segler sein. Bin. Recht gab es jetzt alles? Russland, Briten, Japan, Amerika, Deutschland. Gut, das Französisch nicht bei. Das bist du gar nicht. Hat es für dich gezählt? Ich denke, glaube nicht. Doch, hat es. Nice. So, auf zur Erdprobe. Erdprobe? Da fliegen? Ja, ist das selber, okay. Verkeckst dich nicht, Siri. So, zu den Mailern. Ich muss noch eine Erdprobe sammeln. Okay. Lass uns zu den Mäulern fliegen. Kann das sein, dass eine Ding ein Inni-Quiz ist? Ne. Hexenkessel. Ne. Das sind Hexenkessel. Na, die ganzen Innis sind Hexenkessel. Das ist bei der Arbeit wahrscheinlich, ich erinnere mich. Jo. Vielleicht beim Add-on sogar so, dass man vielleicht doch kannst du plündern als Gruppe ausmachen? Dass man vielleicht doch einzelne Fraktionen wählen kann, das wäre natürlich witzig. Ja. Ich glaube, ich bin mehr so der Artillerie. Habe ich mir schon gedacht. Infanterie-Mensch, weißt du? Infanterie? Mit Artillerie. Also Mörser zum Beispiel. Und auch so. Panzerabwehrkanonen. Aber auch so große Artillerie. Ne? Wir müssen sie doch nur töten, ne? Ja. Für Artillerie habe ich schon mal nicht so viel Geduld, glaube ich. Nicht genug Geduld? Mhm. Ich brauche aber Panzer sind schon aus und Sache. Weil besonders, dann sehe ich immer bei diesen Online-Schlafen von dem Typ, wie die Leute ihre Panzer einfach so stehen lassen. Nicht mal an guten Positionen, das will ich verstehen. Ja. Ich glaube, es geht alles um Aufklärung. Ja, auf jeden Fall. Das Information. Alles, das sind überall so kleine Einheiten haben. Überall ist so einer. Ja, vorgeschobene Beobachter. Und Sniper für eine ganz hohen Position. Ja,
dann machen die mal so, dass sie die Gegner flankieren mit dem Jagdpanzer und dann bleibt der Jagdpanzer mitten in der Nähe von deren Spawnpunkt stehen, Alter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man muss ja Hit and Run machen. Man muss mit jeder Einheit muss wirklich drauf aufgepasst werden. Ich versprich mir das. Versprech dir das, oder? Die Moräne ist geh weg. Na, kann man ja machen. Dann nehme ich Panzer und Fahrzeuge. Diese kleinen. Also schlecht. Bei meinem Panzer-Skill, wenn die gegnerischen Panzer überlegen, unter haben, dadurch ich das einspiele auf Infanterie und Artillerie geht, dann würde ich übermachen. Ja, ich glaube, unser Plan funktioniert. Ja. So kann ich meine Artillerie rausspielen, dadurch, dass ich auch Infanterie habe, weil ich immer, wo der Gegner ist. Und dann ich würde sagen, sofort wieder abgeben. Ich muss noch der Flug der Krähe machen. Oder ist das ein anderes Quest? Das ist wohl ein anderes, also das habe ich glaube ich gar nicht. So wirklich nicht, warte mal. Ich glaube, das ist noch von diesem alten Camp. Ja. Ist es. Ja, dann können wir da noch diese Fulgor-Sporen sammeln, da wo man auch Quests abgibt. Ich hab die schon voll. Liegen die da so rum? Das sind so Pilze, die wachsen. Also liegen die da so rum? Sie wachsen, die liegen nicht. Jetzt nennen wir mal Apichi. Wie wenn Erdbeerplantage, hier liegen ja die Erdbeeren so rum. Hier liegen die Erdbeerpflanzen. Würde ich dann sagen. Ich würde sagen, die wachsen hier. Wachsen die denn wirklich in einem MMORPG? Hier ist wieder. An sich liegen sie da auch nur so rum. Sie wurden da hingesetzt, ja, vom... Gesetzt, dann sagst du wenigstens, sie sitzen da auch. Die können nicht wirklich sitzen. Die TNMORPG. Da ist noch ein... In welchen Zukunft sagen? Die Programmierung hat vorgesehen, dass hier Erdbeeren pflanzen. Hat vorgesehen, uns die Imagination zu geben, hier... Erdbeeren wachsen. Okay. Hey, ich verstehe mal noch den Satz nicht. So. Hast du da nicht das Verb vergessen? Nein. Weiß ich nicht. Ich kenne den Anfang des Satzes nicht mehr. Und trotzdem würde ich meinen Hintern drauf verwenden, dass das korrekt war. Ja, so bin ich halt. Risikofreundlich. Ein Risiko. Spielen ja. Wir müssen mal ein Let's Play Risiko Real Life machen. Ja, also. Ich würfel dich so weg. Dann sieht's wenigstens mal jeder. Ich hätte, du zackst mich da übelst weg, weil die Kamera läuft.